Andreas Klier auf der letzten Etappe. Ganz am Ende ist es noch gelungen, Rubén Guerrero aufs Podium zu bringen. Lief das so, wie ihr das geplant hattet? Ohne zu lügen, alle 100 Radrennen mal läuft es dann wirklich so, wie man plant bei der Besprechung. Wir hatten es genau so besprochen und genau so ist es ausgegangen. Es liegt nicht an mir, es liegt auch nicht an den Radfahren, es ist Zufall, ja. Ben Healy war the man of the match, würde ich sagen. Der hat eine Wahnsinnsleistung gebracht und ich glaube, das hat die anderen zwei so motiviert. Und ja, dann haben wir uns die Bonussekunden geholt und am Schluss, normalerweise würden wir für Petiol fahren, sind für Guerrero gefahren und er hat Zimmermann im Sprint geschlagen, ist auch nicht was, wo ich jetzt mein Haus drauf wetten würde. Ja, und jetzt ist er Dritter. Gut. Ich muss sagen, ich habe dann schon überlegt, für Guerrero zu fahren, für den Sprint, also in Alberto Bettiol, der kann ja die Etappe gewinnen, der ist sehr, sehr endschnell. Dann so, hattest du da Zweifel, ob das die richtige Idee ist oder war klar, nee, also GC und dann hier dritter Platz, das bringt ja auch UCI-Punkte deutlich mehr. Da gab es gar keine Diskussion zu überlegen. Es gab keine Diskussion, nein. Das hatten wir aber auch schon ausdiskutiert im Bus. Oben am Berg, als ich keine Visibility hatte, habe ich gesagt, okay, lass für Alberto oder, ja. Hat Alberto direkt gesagt, nee, ich fahre bis zum Ziel und Guerrero, so wie besprochen. Ja, und dann habe ich gemeint, geh ins Rad von Zimmermann und fahr vorbei und gewinne die Etappe. Dass Bilbao dann schneller war, ist schade, aber das ist okay. Was hat das für euch als Team hier für eine Bedeutung, bei der Deutschlandtour am Ende hier auf dem Podium zu landen? Eine Menge, jetzt nicht abgesehen von den UCI-Punkten, das ist eine schöne Rundfahrt. Dieses Jahr unheimlich stark besetzt. Wenn du da bei den ersten dreien bist mit einer Etappe wie gestern mit so einer schweren Bergankunft, spricht das für sich und ist eine schöne Sache. Ob das jetzt die Baskenland-Rundfahrt ist oder eben hier, ich würde sagen, schönes Radrennen und schön Dritter zu sein oder sein zu dürfen. Etappensieg wäre toll gewesen, hat halt nicht geklappt. Vielleicht nächstes Jahr. Danke.